Oh. Cheerio und Grüße, my friends, zu Pokémons Markt Arena Leiter Soul Link Challenge. Yay! Ja. Hallöchen. Das war jetzt Deutsch, Bayerisch und Englisch auf Mal. Ist auch kackegal. Also, was mir gerade einfällt, ich habe mir letzte Folge Bob noch nicht angeguckt und Bob hat ja auch noch keinen Namen, weil weil ich gepennt habe. Bob ist pfiffig. Erleuchtung, mehr Pokémon-Begegnungen. Ernsthaft? Ja. Du bist noch mehr genervt. So. Gut, dass es nicht an Position 1 steht. Da ist kein Item. Oh. Hat beschissene Werte. Jetzt ein Counter. Und kann Tackle und Konfu stoßen. Oh, drauf. Alter. Was? Ja, Inturon das erste. Joa. Ich hätte. Ich habe jetzt erstmal. Ich glaube erstmal den letzten Wandel. Ich hätte mal gerne ein zweites Gesteins-Pokémon. Das ist Nummer 2. Ich verstehe es auch nicht. Gibt ja genug, also so ist ja nicht. Oh ne? Nein, kann man hier nicht nur ein Pokémon? Oh. Nein, das ist anders gerandomized. Du musst bedenken, der Randomizer macht das so, dass er für jedes Flurmel-Encounter-Level, sprich Flurmel taucht da in, glaube ich, Chubat und Flurmel gibt es da, glaube ich. Und die tauchen in unterschiedlichen Levelbereichen auf und das ersetzt er jeweils durch ein anderes Pokémon. Oh. Sonst hätten wir auch auf der ersten oder zweiten Route, auf denen wir waren, nicht so viele Encounter gehabt. Naja, das. Okay. Oh, ernsthaft, jetzt reizt aber langsam mal, ne? Mantax habe ich getroffen. Nimmt er bei dir wenigstens auf? Ja. Gut. Warum? Ich frage nur vorsichtshalber. Ne, ich sehe es ja zum Glück an der Zahl beim OBS. Ja. So, komm schon. Geh jetzt nochmal raus und geh nochmal rein. Vielleicht hilft mir das ja. Der träumt, ne? Also 3 habe ich schon mal, 2 Entorons, 1 Mantax. Ja, das ist so. Noch einmal ein Tax. Also wenn ich jetzt hier als... Wenn es jetzt wirklich wieder so doof kommt, ich krieg Mantax als letzten Encounter, mache ich, glaube ich, doch lieber als nächstes Flug. Dann habe ich Noctu, dann habe ich Tropius und dann habe ich Mantax. Mhm. So, könntest du jetzt... Encounter Nummer 1. Fritzeblitz, Voltoball. Toll. Voltoball, yay. Ey, das wird. Oh, danke. Was denn? Voltoball ist ein bisschen zu schnell. Das wäre ja ein Joke, wenn ich jetzt noch Fritzeblitz hier fangen muss, ne? Ich hab schon Voltenso. Oh wei, sehr schön. Das war jetzt Nummer 6. Das sieht mal wieder schlecht aus. Yay! Nummer 2. Wie gut, dass wir. Voltoball. Wie gut, dass wir Camillo noch einige Möglichkeiten haben. Encounter haben, ja. Ich sehe schon, komm, ich laufe hier mit Amaldo durch, weil er keine Gesteins-Pokémon fangen kann. Ja, mein Lieblings-Pokémon wurde ja weggekrittet. Das andere wurde... Ist Graudel nicht im Griff, oder was? Lillip? Nö. Ist ein Gesteins-Pokémon, darf ich nicht fangen. Entoron. Weil ich keinen Gesteinstyp habe. Ja, kannst du mir auch rübersenden. So, Entoron ist mein Encounter. Nummer 4. Was hast du denn? Onyx ist Nummer 4. Sag mal, kannst du mir die mal rübersenden? Hätte ich. Ja, wobei, ich habe ja vorher auch keine Gesteins-Pokémon gefunden. Ach. Ja, ich finde hier Kiefer-Pokémon. So. Entoron geht in den Ball rein. So. Nummer 5. Oh, bleib im Ball drin, sonst bist du gleich tot, Junge. Golbat. Also wenn Entoron gleich nicht im Ball bleibt, war's das, ne? Das Problem ist nämlich, dass mein Sandsturm eben so langsam killt. Und ich verschwende bestimmt nicht meinen Meisterblatt in Entoron. Klasse, Mann. Entoron wurde gefangen. Nummer 6. Ich darf es fangen. Was ist das? Maskeregen. Ich hab zwar schon Geweiher, aber... Entoron ist ein exzellenter Schwimmer. Es trainiert gelegentlich mit Profischwimmern. Sein Stirn glüht, wenn es Ziehkräfte einsetzt. So, gehen wir mal für ein weibliches Entoron. Eva. Schön, dass du die ganze Zeit Pokémon sammelst und ich keins krieg. So. Ja, hilft mir nur nicht viel, wenn ich sie nicht ins Team nehmen kann. Ich hätte schon 3 weitere potenzielle Teammitglieder, wobei Geweiher und Maskeregen wäre halt ein bisschen doof, ne?
Oh, das wäre bestimmt geil. Okay, hat sich mit Maskering erledigt. Kannst okay. Eva wegschmeißen. Das wäre geil für dich hier, was ich gerade getroffen habe. Detlef hatte keinen Bock auf ein zweites Pokémon. kein zweites Maskeregen. Das hätte ich dir gefangen und rübergesendet. Das ist geil gewesen. Ich habe meinen Scaraborn getroffen. Ach du hast schon Cherox, Scaraborn und Pinsir getroffen. Alles Pokémon, die ich nehmen würde. So. Hier gab es übrigens bei mir noch Relikant draußen. Ja, schön, dass du die ganze Zeit Gestein-Pokémon kriegst. Ja, ich denke mir das auch gerade. Die ganze Zeit, ne? Hier auch Käfer-Pokémon, wo du kriegst genug Käfer-Pokémon. Was heißt genug? Ich könnte auch ein paar mehr vertragen. So, ich gehe jetzt in die Arena. Ich muss Frust schieben. Frust abbauen. Oh, super, ey. Dieser. Na, egal. Haben die denn Items dabei? Nö. Hab ich gar nicht geguckt. Denkst du, die Pokémon haben denn noch immer Items dabei, ey? Ja, unfassbar, ne? Frechheit. Bodenlose Frechheit ist das. Na, ich bin froh, dass ich keinen Fritzeblitz fangen musste. Ein Voltenso reicht mir schon. Ich gehe jetzt Volbeat gleich erstmal ablegen und dann in die Arena, yay. Auf dem Weg nach der Arena City. Vor allem bin ich die ganze Zeit schon paralysiert, ne? Ich muss mal in den Shop Marken vorher Tränke kaufen. Ja, Tränke, ich finde das so gut. Mein Despot hat schon irgendwie fast über 50 KP. Hat schon über 50 KP. Ich muss mit dem Trank nur arbeiten. So, Arena. Ja. Hallo. Eieiei. Jetzt hau ich dir auf die Fresse. Schön. Und das Schöne ist, es ist nur eine Gescheinsarena. Weiß ich, die hauen mir das nochmal ins Gesicht. Ach, mit der Spotter kommst du da ganz gut. Ja, aber die hauen mir ins Gesicht. Guck mal, wir haben Gesteins-Pokémon. Verdient. Bis. Und tschüss, Kleinstein. Wie gut, dass Robustheit hier noch nicht so wirkt wie in den späteren Generationen. Ja, das ist sehr angenehm. Gab es zwei Trainer oder gab es nur einen Trainer? Nee, es gab, glaube ich, zwei. Warum? Gibt sogar drei. Kann sein. Ja. Alle außer Trainerschule. Ja, nee, ein Wanderer steht da oben noch. Was auch immer der in der Kinderarena macht, ich will ja keine Vermutung anstellen. Stellst du aber gerade. Nein, ich habe nur was gesagt. Was die Zuschauer daraus machen, das ist deren Kopf. Yeah. Bis! Hast du denn schon Eva freigelassen? Ach nee, ich hab doch Box. Gut, mach ich gleich mal, wenn ich hier in der Arena fertig bin. Weil du musst ja sowieso nachziehen. Dann kann ich das gleich noch ab. Jojo, ich wollte das nur mitteilen, nicht, dass du dich wunderst, ne? Ich glaube, wir werden sowieso durch die erste Arena-Leiterin, also die Felicia, durchgehen wie Butter. Ja, gut, du hast den Vorteil, bist es noch speziell. Ja, und neutral. Und. Ja. Und ich habe halt die Aquaknarre auf Amaldo. Hallo Kleinstein. Ich meine, ich habe noch nicht genug Kleinsteins gesehen, aber hey. Und Troll ist gleich erstmal Level 14. Wunderbar. Vielleicht kriege ich ja Erdbeben. War ebenso auf Level 14 Erdbeben. Das fällt mir gerade ein. Troddle hat bisher noch keine einzige Attacke gelernt. Seitdem ich es bekommen habe, hat noch keine einzige Attacke gelernt. Das ist ja toll. Das Besondere ist, dass Biss auch. Das ist sowieso kacke. Biss ist uneffektiv auf Kampf-Pokémon. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie hoch vom Level bin, bringt mir das Ganze nichts. Ich hab Amaldo jetzt den Steinbruch, glaube ich, vorweggenommen. Also von daher. Oh, warte mal, ich könnte noch Felsgrab hier bekommen, hätte ich zwei Step-Attacken. Das wäre cool. Ach, sonst bringe ich Trottel einfach Momentum Mori dabei, dann geht das schon. Ist die Challenge vorbei, Flop. Oder was? Ja. Bei meinem Glück kriege ich bei der Arena-Leiterin gleich Explosion oder so ein Kram. Ach, stimmt, die TM ist ja randomal. So, Eva, die muss ich nochmal freilassen. Tschüss. So, Eva ist wieder frei. Tschüss, Eva. Und der Wanderer hinterher. So, Felicia, ich komme. Das klang falsch. Das hätte ich anders betonen müssen. Ah, Felicia, ich komme.
Sag doch, das ja, klingt sag ja, vollkommen. Das, wenn ich so betont hätte, ja. Aber wer klingt denn schon bitte schön beim Beischlaf so? Ja! Yeah! Oh Gott. So, dann stelle ich mich schon mal vor ihr und warte auf dich. Dann rushen wieder durch. Dann verraschen wir volle Kanne da mal durch. So, warte mal, ist Amaldo noch fit? Ich weiß gerade gar nicht, hab gar nicht drauf geachtet. Ja, sollte für sie reichen. Wow, mit einem Pokémon gegen Felicia, das wird ja toll. Bist du soweit? Ja, ich stehe genau vor ihr. Und los geht's. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Meteora City. Ich wurde Arena-Leiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Würdet ihr mir bitte zeigen, wie ihr kämpft und mit welchem Pokémon? Mit einem Pokémon. Vom gleichen Typen wie du. Drei Pokémon auch noch. Zweimal Kleinstein, einmal Nasgnet, wa? In welchem Level ist denn deine Traudel gerade? Ja gut, du bist 2 Level über mir, also fast 2 Level. Oh. Ich müsste jetzt auf 13 kommen. Aber immerhin flinchen. Das Schöne ist, mein Sandsturm bringt mir hier überhaupt nichts. Ja. Hör auf, Tränke einzusetzen. Hier, Biss, weg mit dir. So, das war Kleinstein. Jetzt kommt. Oh, direkt Nasgnet. Ja, Nasgnet hat, glaube ich, Donnerwelle. Funkensprung. Und Härtner, wobei, das stört mich nicht. Ich habe die Aquaknarre, aber das ist, glaube ich, ein 5-4-5-Tit. Alter. 2. Ja, obwohl, jetzt habe ich einen Crit gemacht, also wird ein 3-Hit, wenn sie keinen Trank einsetzt. Sie setzt Tränke ein. Nasgnet hat gerade Felsgrab eingesetzt. Ich hast du die TMs gerandomized? Ja, eigentlich schon. Aber Kleinstein hat ja auch gerade Felsgrab eingesetzt. Wollte es. Ja, aber. Egal. Nee, lass uns überraschen. Ich nerve sie gerade. Erst Flinch gegen das eine Kleinstein, dann geht ihr Felsgrab daneben beim nächsten. Hat die gerade 2 Tränke eingesetzt? Ja, ernsthaft? Also 2, glaube ich. Deswegen kam ich aber da oben auch auf die Regel bei Arena-Leiter-Challenge. Ja. Och, gut. Rückertuch kannst du von mir aus einsetzen. Troll ruhig eine Runde. Ich kann eh nicht austauschen. Was denn? Oh. Sie beschmeißt mich die ganze Zeit mit Steinen, mit Felsgrab. 3. Trank? Will die mich verarschen? Cheating, das ist Cheating. Sie cheatet. Oh, ja, nee. Für jedes Pokémon einen Trank, so ungefähr, ne? Ach, dann dürfen wir 6 Tränke einsetzen. Pff. Und eine Sinelbeere. Ach, du Schande. Auf wen? Hat genäht. Ach, dann war es vielleicht das eine, die Sinelbeere, die ich getriggert habe. Das kann auch sein. Dann waren das gar keine 3 Tränke. Du mal aufhören. Danke, dass du gekrittet hast, Detlef. Da war endlich Alter, mal ein Crit angebracht. Wie lahmarschig ist denn das Gnet? Das hat, glaube ich, jetzt schon 3-mal mein Init gesenkt. Rückentzug. Nein, ich kann nicht austauschen. Nein. Ja. So, tschüss, das Gnet. Und Troll ist Level 15. Super. Ich habe gewonnen. So, ich habe verloren. Es scheint ab. Ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon lieber schreiben vor, dass ich jetzt den ganzen Endbildschirm hier voll Scram spamme. Dass Trainer einen Arena-Leiter besiegt haben, diesen erhalten. Bitte den offiziellen Pokémon-Liga-Stein ordnen. Und mein Geld. Mein Taschengeld. Da da da. Ich habe vergessen, den Orden rauszusuchen. Yeah. Yeah. Kommt im nächsten Part. Bei mir ist er drin. Bei mir da drin. So, ich habe jetzt den Text übersprungen. Ich auch. TM39, Felsgrab. Wir haben gespannt, ob das wirklich Felsgrab ist. TM39 ist... Energiefokus. Trugträne. Was hast du? Obwohl, die kann gar nicht so schlecht sein. Energiefokus genauso.
Mein Energiefokus ist zum Kotzen. Ah ja, jetzt haben wir das getriggert. Weg aus dem Weg. Warte, das ist doch dein Kumpel aus dem Wald. Warte, warte doch, bitte. Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Lauf bloß nicht zu schnell. Aber ich geh jetzt erstmal ins Pokémon Center, du bist mir gerade egal. Ich auch. Du bist mir gerade egal, Junge. Ah. Heilen deine Pokémon. Ach, ich muss da mal nur noch Herr Schneider beibringen. Ob das mein Dings überhaupt lernen kann? Dann hoff mal, ne? Das muss ich die. Ich werde aber wahrscheinlich sowieso langsam mal Trainer skippen müssen irgendwie. Bist du erst auf 15? Nö! Troll kann keinen Schneider lernen. Das ist unpraktisch. Das heißt, ich kann da oben überhaupt nicht hin. Tja, dann kann ich ja mal mein Level mal nachziehen. Oh, ne? Du bist das. Du halt Terra-Besieger. Du bist dieser großartige Trainer. Ihr seid diese großartigen Trainer, die mir im Birkenwald geholfen haben. Helft mir! Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Mehr kommt da nicht? Ja. Also ich bin schon beim Teenager. Ach schon, den Teenager da oben habe ich vergessen. Meine Pokémon sind die Kings. Du hast einen King in der Hose, Mann. Viel Spaß. Wieso? Mach Holo. Oh. Aber Level 9, vielleicht. Wolltest du dir nur schon mal vorwarnen? Also du weißt Bescheid, ne? Wenn ich gleich. Nein! Rufe dann, war das. Ist die Challenge vorbei. Crit. Oder ein Fußkick, ist auch böse. So, bis. Komm. Bitte, flinche, bitte. Okay, Silberblick. Ah. Also, ja. Jeder Kampf gegen. Kampf-Pokémon ist bei mir gerade ein. Todeskampf. Willst du von mir? Also für mich ist kein Todeskampf, aber der ist auch nicht gerade angenehm für mich. Bei mir ist ein Todeskampf. Eine Kampfattacke und ich bin weg. Ja, besonders wenn es Karate-Schlag ist, ist das auch noch critted. Ich wollte gerade sagen, warum laufe ich überhaupt lang? Ich komme so oben nicht hin. Ich muss ja Dings hier. Alter, will das Spiel mich verarschen? Hier gibt es auch noch Brutalanda auf der Route. Na, schick. Wie war das noch? Ich wollte Flug-Pokémon nehmen, ne? Da. So. Oh, das ist übrigens dein Part und ich habe ihn halb übersprungen. Wen? Den alten. Achso. Oh, was mache ich nur? Pekko und ich waren auf meinem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Der Schurke hat mir mein Liebling Pekko geklaut. Pekko! Ich wusste nicht, wie ich das sonst betonen soll. So, da bist du aber wieder. Was willst du gegen uns antreten? Da hol dir eine Prügel. Der läuft doch nicht weg. Man sollte bla. Das ist also geil so genommen. Der Pokémon-Hartiger ist völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du eigentlich etwa heraus, als ob er den Tunnel gegraben hat? Ich habe ein bisschen Angst später vor Carnivana, muss ich ganz ehrlich sein. Weil das schnell und Wasser ist? Und aus dem Ultra Schmerzen macht. Das Vieh kann Wasserdüse, das ist unschön. Wasserdüse gibt's doch hier in dieser Gen noch gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ach ja, stimmt ja. Stimmt. Nee, vierte Gen. Ab da wurde physisch und speziell getrennt, da haben die dann auch physische Wasserattacken mehr eingeführt. Vorher gibt es eigentlich nur Kaskade, die theoretisch physisch ist, aber leider spielt. Wie ist ja nicht das nächste Cap? 18? Sekunde. Da muss ich nämlich langsam ein bisschen aufpassen. So, er ist besiegt. Smaragd sind wir, ne? 19. Ja. Oh, geht ja noch. Aua. Ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job ist einfaches Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devon zu stehlen. So, wenn du es so dringend wieder haben willst, dann nimm es halt. Heul, Suse. Gib mir mehr. Nein, ich wollte TM von dir haben. Du wirst ja auch nur rumgeschubst, ne? Pekko! Oh, bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pekko verdankt dir ihr Leben. Klar, voll.
Man nennt mich Mr. Brackstein. Und du bist? Ihr seid? Ah, ihr seid also Dana und Pele. Ich danke euch von ganzem Herzen. Wenn ihr ein Problem habt, zögert nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne im kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blutenburgwalds. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den Weg nach Hause machen. Pil! Ja. Gut. Ich will da oben lang gehen. Können wir aber nicht, weil die Folge zu Ende ist. Mich macht das. Ich kann da sowieso nicht lang gehen, selbst wenn ich wollen würde. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Pokémon Smaragd. Arena Leiter Souling Challenge. Bis dann. Ciao, ciao.